Ach ja, ach ja. Seid ihr da oder bin ich alleine? Ich glaube, ich bin alleine, oder? Ja, ich bin alleine. Gut, dann wollen wir mal anfangen. So, geht's los. Ja, ihr seht's jetzt schon, Rome 2. Ist schon echt ein Weilchen her seit meinem letzten Mal. Mit dem Stream, ey. Ist echt ewig, ja. Ist echt ewig, ja. Aber gut, okay, ich freue mich drauf. Ich dachte, wir machen einfach mal so einen kleinen Stream über Rome 2. So als kleine nette Kampagne. Und da spielen wir heute vorzugsweise mit der Nation, mit der ich auch gemoddet habe. Und das ist Rodos. Um die Kampagne selbst hat sich eigentlich mehr oder weniger gestern nochmal Stalker gekümmert. Und wir wollen heute die Kampagne spielen. Falls ihr eine andere Kampagne sehen wollt, Grimsel hat wie gesagt schon mal die Kampagne zu Entrüstung gemacht. Wir machen jetzt aber die Kampagne mit Rhodos und schauen uns die mal an. Da sehen wir hier auch gleich schon mal, der Großteil der griechischen Staaten war Poleis, von Dörfern umgebene Städte. Die weltberühmte griechische Kultur beruht auf der Arbeit der Bauern, den Fähigkeiten der Händler und Soldaten und dem Verstand der Philosophen. Epirus fehlt es an einer einzelnen zentralen Stadt, jedoch ist es bis ins Mark griechisch. Ah, Epirus. Das heißt, wir haben Unabhängigkeit plus 20% Nahkampfabwehr beim Kampf in eigenem oder verbündeten Territorium. Oder klassisches Erbe haben wir auch noch plus 4 kulturelle Konvertierung. Okay, dann kommen wir zum nächsten Text und zwar: Mit dem Beginn des Hellenismus und den Eroberungen Alexanders des Großen begann Rhodos Blütezeit in der Antike. Als moderne Handelsmetropole erlangte Rhodos schnell großen Reichtum und kann daher einer strahlenden Zukunft entgegenblicken. Rhodos ist für seine grandiosen Schmiede bekannt, welche 292 vor Christus den Koloss von Rhodos als Dank an den Sonnengott Helios errichteten, der sie bei der Verteidigung gegen die Antigoniden gerettet hatte. Dieser ist als eines der sieben Weltwunder der Antiken bekannt. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört und ah, jetzt sehe ich endlich. Da sind endlich mal Kommentare. Ich bin nicht alleine. Yes. 12 weitere Leute schaffen wir. Super. Ja. Ich freue mich drauf. Gut. Wir fangen jetzt damit an, uns nochmal die Boni der Rhodianer anzuschauen. Da sehen wir nämlich einzigartige Schmiedekunst. Plus 5 Nahkampf, Abwehrschaden und Rüstung für Infanterie. Florierende Wirtschaft. Plus 5% Einkommen durch Industrie und Handelsgebäude. So, wenn wir uns jetzt mal die Siegbedingungen anschauen, sehen wir nämlich hier schon gleich. Im Grunde eigentlich dieselben Siegbedingungen, wie sie auch, mehr oder weniger Athen hat, glaube ich. Da haben wir nicht viel machen können zurzeit, aber das wird dann noch mit dem Patch nachgereicht. So, freue ich mich. Okay. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Dann gehen wir endlich in die Kampagne rein. Ich habe mir gedacht, ich mache einen Livestream mit euch zusammen für die Kampagne. So könnt ihr nämlich noch ein bisschen mehr mit mir interagieren und ein bisschen mehr auf die Kampagne einwirken, als immer nur die Kommentare auf YouTube. Das finde ich ist, glaube ich, wesentlich effektiver als, auch wesentlich lustiger, als wenn ich nur ein Video mache auf YouTube und das dann einfach hochlade im Nachhinein. Ihr könnt einfach gleich von vornherein mitwirken und euch auch selber drin ein bisschen verewigen. Und ich vergesse auch weniger Sachen. Das kommt immer dazu. So. Zum Beispiel, wie es mit Armeenamen aussieht, das kommt auch mal dazu. Auch das könnt ihr dann mitbestimmen quasi. Und ja, leider kann man keine Stadtnamen in Rom 2 machen. Das geht leider nicht. Aber gut, Armeenamen wenigstens. Gut. Auch Rom 2 ist schon ewig her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Also verzeiht mir bitte, wenn ich ab und zu echt scheiße spiele. Aber ich möchte euch nicht dieses schöne Video jetzt hier, also dieses schöne Video, schöne Livestream hier quasi fehlen lassen. Aber gut, dann wollen wir mal loslegen. Ladescreen ist fertig. Und ich bin bereit. So, ich habe für den Livestream heute mal so Pi mal Daumen, 2 Stunden angesetzt gehabt. Erstmal. Schauen wir mal, wie wir Lust und Bock haben dann später noch. Aber anfangen tut erstmal alles da, dass wir nur eine kleine Stadt im Süden sind. Von Griechenland. Oder auch im Osten, besser. Na, gut. Mit Rhodos ja echt stark besiegt. Also, echt. Wow. Ist ja eine Riesensiedlung hier. Aber gut, fangen wir an. Forschen wir erstmal.
Guck mal kurz, Rodos ist die einzige Fraktion im ganzen Mod, die wir gemacht haben, die wirklich keine neue Einheit bekommen hat. Deswegen kann man sich hier voll und ganz auf die Gebäude noch in der Enzyklopädie verlassen. Das ist bei anderen Fraktionen später leider nicht mehr so. Also da müssen wir darauf achten. Aber schauen wir mal, was hat denn Athen so für Einheiten mit der Hoplitenkaserne? Athen, Beginierer und Bürgerkampf. Also brauchen wir erstmal noch gar nicht daran denken, großartig hochzupushen. Mit unserem Militär können wir auch erstmal zivil gehen. Das reicht eigentlich aus. Die guten Einheiten haben wir schon von Anfang an. Gut, wir haben jetzt das Problem, dass wir eigentlich von vornherein ziemlich klein, mickrig und schwach sind. Wir haben einige Leute, mit denen wir uns verstehen, zum Beispiel Pergamon mag uns. Und wir haben viele, die uns nicht wirklich leiden können, darunter Sardes, Seleukien, Zypern. Naja, stimmt nicht. Eigentlich nicht. Wir haben... Naja, what the fuck, was ist das für eine Scheiße? Wir haben... aber trotzdem noch relativ viele Möglichkeiten voranzurücken. Wir könnten entweder nach Knossos gehen und die fertig machen, wenn wir ganz mutig sind, schaffen wir es auch sofort Sparta fertig zu machen und dann nach Athen zu holen. Wir könnten aber auch zu Sardes gehen und zu Zypern. Also wir haben eine relativ freie Wahl. Nur alles zieht immer noch so einen Gegenpol mit sich, was halt uns hier nach hinten wirkt. Und da fragt auch schon jemand, für Stab LP, ob es auch auf YouTube kommt. Ja, es kommt auf YouTube. Ich werde nochmal im Nachhinein das auf YouTube hochladen und veröffentlichen. Aus dem simplen Grund, dass einfach mal Leute, die jetzt beim Stream keine Zeit hatten zuzuschauen, immer die ganze Geschichte sehen können. Also es wird jetzt dann... Ich überlege, ob ich es ab Montag mache oder ab morgen. Ich glaube, lieber ab Montag. Wegen der Zeit noch, wegen dem Bearbeiten des Videos. Dass dann ab Montag wirklich jeden Tag immer ein Video kommt, was so ungefähr das, die Phase aufsplittert, die wir halt zwischen den Streams dann haben, dass wir halt dann wirklich immer auch schön nachverfolgen können. Gut, da kommt auch schon ein erster größerer Kommentar. So, ich habe es in meiner Kampagne so gemacht, dass ich direkt Knossos erobert habe und dann auch Sparta und den Rest Griechenlands übergesetzt habe. Hat ganz, eigentlich ziemlich gut geklappt. Okay, gut. Das kam von Jonas Engel 99. Was sagt denn so der Rest der Truppe? In welche Richtung soll ich denn expandieren? Soll ich in den Norden gehen? Soll ich in den Westen gehen? Soll ich versuchen, gleich Ägypten anzugreifen? Oder gleich rüber zu segeln Richtung Rom und Karthago und mir Syrakus schnappen? Also schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und daran entscheide ich dann die Diplomatie, die wir wählen werden. Gut. Wir haben jetzt anfangs auch keine Nahrung. Das ist so ein kleines Mini-Problem. Können wir aber dadurch ausgleichen, dass wir einen Fischereihafen einfach bauen. Und hier können wir dann sofort eine Kaserne bauen und somit haben wir dann auch da ein bisschen mehr gleich gemacht. So, da kommt schon das erste Zypern. Okay. Gut, schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall neue Einheiten hier noch. So, welche nehmen wir jetzt mal? Ich überlege, ob ich die erste Armee eine Hoplitenbürgerwehrarmee werden lasse oder ob ich es nicht mache. So, Zypern, Ägypten. Ja, klar, Ägypten. Okay, gut. Zypern. Okay, es sieht wohl ziemlich eindeutig aus, dass wir... Hallo nochmal an den Rest, der jetzt gerade dazugekommen ist. Ja, Grimse, sowas von Ägypten, genau. Das ist ja purer Selbstmord. Nein, wir greifen wahrscheinlich zuerst Zypern an, wie es aussieht. Falls sich noch was ändert, schreibt es einfach rein. Aber wenn wir Zypern angreifen, dann brauchen wir ja keine gute Politik zu Knossos, also keine schlechte Politik zu Knossos zu führen. Heißt also, ich kann hier Richtung Handelsabkommen streben. Ja, haben wir. Gut, super. Brauche ich mich also nicht mehr um den Osten kümmern, kann ich mich gleich um den Westen kümmern. Finde ich gut. So sieht's hier aus. Du willst nicht. So, England. Ja, klar, England. Jetzt schreiben sie Ägypten und Italien. Gibt's ja nicht. Gut, ich glaube, wir einigen uns zwar auf Zypern. England ist ein bisschen sehr weit weg. Sonst würde ich mitmachen. Und Ägypten würde ich verkacken. Pontos. LGR ist vielleicht auch ein bisschen ungünstig gelegt. Ich bräuchte erstmal eine Flotte, richtig. Bin ich schon ganz froh, wenn ich Zypern kriegen kann. Gut. Seid willkommen und sprecht frei und ohne Angst. Zahlers kann ich nicht viel machen. An den Seleukiden vielleicht. Grüßt, mein Freund. Ui. Sprecht. Wenn es meinem Volk ui. Super. Ich muss annehmen, auch wenn es meiner Ehre. Schade, Handelsabkommen wollen sie nicht. Im Namen unserer Freundschaft, die auch eine gut handeln wollen die auch erstmal nicht. Aber ey, wir haben schon mal ein bisschen was getan hier. So. Guck mal, kann ich einen Agenten rekrutieren? Kann ich auch, super, genau den brauche ich jetzt. Möglichst mit viel Sichtfeld, denn ich muss erstmal schauen. Wie es denn hier drauf sieht auf Salamis. Denn am liebsten wäre es, wie gleich Salamis einzunehmen. Aber am Anfang sind die ganzen kleinen Staaten noch relativ schwach, was Flotten betrifft. Dazu kommt auch, dass wir uns unabhängig halten von anderen Nationen. Und auch wirklich wenig am Land, wenig Fronten haben. Eigentlich gar keine Front mehr. So, ja, genau, Karthago.
Genau, Karthago. Jetzt übertreibt er. Aber gut. Einheiten kann ich jetzt nicht mehr rekrutieren diese Runde. Ist aber nicht schlimm. Der Spion war mir jetzt diese Runde wichtiger. Gut, Diplomatie haben wir auch geklärt. Wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus in der Fraktion? Genau, wollte ich auch noch zeigen. Wir haben auch hier eingebaut, dass wir jetzt hier zum Beispiel rhodische Kaufleute als Fraktion haben. Das ist unsere Hauptfraktion, die wir dann spielen werden. Und andere Bürger sind dann halt, genau wie es schon sagt, andere Bürger. So, pushen wir den mal ein bisschen hier. Solange es mich nichts kostet. Aber wir haben gut Einfluss hier. Wir haben bewundert. 5%, 4%, 2%, 5%. Kann sich echt nicht beklagen. Ihr seht schon, es ist noch nicht alles fertig. Später wollten wir die Farben einfügen, blau und hell. Hell, beige, oder wie es sein soll hier. Also, kommt noch alles. So. Was lässt sich denn ausbilden? So, viele Prüfungen. Ah, ihr fragt mich gerade, was ich für eine Ausbildung mache. Gut, es ist keine Ausbildung, es ist ein Studium. Duales Studium und Fachrichtung Elektrotechnik. Also hat so gar nichts mit dem zu tun, was ich jetzt hier gerade mache. Wirklich gar nichts. Aber man lernt wirklich eine Menge nützliche Sachen dabei. Die man oft genug brauchen kann. So, gut. Wollen wir mal die Runde beenden, würde ich sagen. Ich glaube, wir werden auch bald unser General in der Armee austauschen durch einen General einer anderen Familie. Dadurch kriegt der einige zu schlechten Eigenschaften und wir haben die guten. Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Jetzt können wir unseren Spion losschicken. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier rauf. Ach ja, überlegt euch mal was. Diese Armee braucht einen Namen. Ich will einen coolen Namen haben, Leute. Ja, wir hatten schon einige coole Sachen gehabt. Deswegen wünsche ich mir hier eigentlich jetzt auch einen coolen Namen. Also lasst euch was einfallen. Ui, da hat einer ein Hörspiel. Habt ihr alle ein Hörspiel? Oder ist das jetzt nur bei LOL Roffelmann? Würde ich mal gerne wissen. Ansonsten muss ich hier was beim Stream ändern. Schauen wir mal. Ich lade mir mal selber kurz. Und? Ja, mir wird hier... Okay, mir wird hier noch was angezeigt. Also ich kann noch, wenn ich den Livestream anmache, kann ich noch was sehen hier. Gut, dann wollen wir mal rekruten. Nachdem wir erstmal unseren General ausgetauscht haben. Wir werden jetzt erstmal ersetzen durch einen anderen Bürger. Und passt ja ganz gut. So, Autorität plus 5 Moral. Okay. Keiner hat wirklich gute Fähigkeiten. Nehmen wir mal den jetzt hier. Und... Königliche Petasten nehmen wir jetzt mal hier. So, wackert der andere General aus der Doublet? Da fehlt noch was. Gut. Okay, da hat einer kein Hörspiel. Okay, gut. Cornys Schwuchtel. Okay. Die Schreier der Grimsel. Schauen wir mal. Wir warten mal ab. Porno-Elefanten des Todes. Das ist schon eher meins. Das ist schon eher meins. Porno-Elefanten des Todes. Gut, ein bisschen unpassend für Griechen, die keine Elefanten haben, oder? Aber gut, rekrutieren wir jetzt hier mal fleißig. Ah, nehmen wir einfach mit Steinschild ran. So. Habe ich ein anderes Volk kennengelernt? Nope. Zypern, willst du handeln? Nö, willst du nicht. Sardes, willst du handeln? Nö, willst du nicht. Athen, willst du handeln? Nö, willst du nicht. Okay, gut. Dann lass mal es sein, mein Freund. Und beende jetzt die Runde. So, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit mit den Namen. Und, dann baue ich den später ein. Erinnert mich bitte daran, wenn ich das vergessen sollte, ja? Ich habe da so leichte... das gefällt mir. Schwert ein Schiff rüber Richtung Cedar. Das ist schick. Das ist toll, das ist cool. So, jetzt können wir richtige Hubliten rekrutieren, das ist schon mal wesentlich besser. Machen wir erst zum Schluss. Fangen wir erstmal damit. Machen wir Steinschütter noch mal ein paar. Speerträger auch 2 Stück. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Zivilforschung. Wir gehen hier erstmal anfangs in Steuerarbeit, weil ich dann halt ein bisschen mehr Wachstum bekomme. Da ich wechsle die Stadt schneller. Ich kann mehr Gebäude bauen und das freut mich ja doch noch wieder ein wenig. So. Gut, okay, ich brauche Stufe 4. Aber wir sind jetzt gleich da. Ist eben hier schon irgendwas? Das Alarm ist leer. Geil. Cool.
Schwache Garnison, ich brauche also gar nicht mal so eine große Armee. Also rekrutieren wir danach noch einmal was und ziehen dann gleich los, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Dann könnte ich gleich Salamis angreifen und können uns schon wieder ein bisschen aufpumpen bei uns. Super, unfällig ist er geworden, das passt ganz gut. So, dann wollen wir aber jetzt mal die Runde beenden. Mining Dao. Ich habe jetzt eigentlich nicht vor, die ganzen alten Projekte weiterzuführen. Das ist ein zu großes Chaos und haben mir gedacht, okay, gut, ich stoppe jetzt einfach alle an dem Punkt und mache quasi Neustart, um dann einfach ein bisschen strukturierter wieder vorzugehen und halt nicht immer unter Zeitdruck zu geraten mit den Videos. Und deswegen kommt jetzt erstmal kein Ägypten. Darauf könnt ihr schon mal einstellen. So, da sehen wir auch schon, Salamis baut eine Flotte auf. Das gefällt mir nicht so sehr. Aber so ist das Leben. So, Quartiermeisterbericht, Bau abgeschlossen. Super. Dann wollen wir erstmal eine Runde beenden und weiterspringen. Yay. So, der Stolz der Rodonen ist der neue Name, der dazugekommen ist. Also mein persönlicher Favorit bis jetzt. Porno-Elefanten des Todes. Aber gut. Wisst ihr was? Ich lasse mal euch wählen. Wir haben jetzt vier Namen. Wir haben Porno-Elefanten des Todes, wir haben Colonies Schwuchteln, wir haben, wo ist es denn hier? War noch irgendwas mit Grimsel? Ja, Cornelius Garde hatten wir schon mal. Nehmen wir nicht nochmal rein. Irgendwas war noch mit Grimsel. Ja, die Schreie des Grimsel und wir haben den Stolz der Rodon. Schreibt doch einfach mal eure Meinung rein, wen soll ich von den vier nehmen und dann wähle ich einen davon aus und den werde ich dann nehmen. So. Quartiermeisterbericht, ermutigte Bevölkerung. Super. Völkchen ist fertig. Nein, Seleukiden, bitte kommt mir nicht zuvor. Ich muss zuerst da sein. Nein. Aber gut, wir können jetzt hier wieder einen dieser rhodischen Kaufleute. Nicht rhodischen Kaufleute, rhodischen. What the fuck? Der. Ach, den haben wir schon. So, wir werden mal wieder einen von denen hier nehmen. Vorzugsweise die Lanzerpeis diesmal. Und werden jetzt hier erstmal die Bürgerwehrrobliten rekrutieren, denn damit habe ich erstmal solide Infanterie und die ist eher das Problem als alles andere. Ich erforsche keine Technologie, bin ich denn des Wahnsinns? So, jetzt aber. So. Third Age Total War werde ich definitiv nicht Let's Play. Nein, tut mir leid. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ für Fantasy. Wirklich. Ich bin der Letzte, den ihr deswegen ansprechen solltet. Ob ich mein Fantasy-Spiel Let's Playen würde oder so. Nur Total War macht das erste Mal was mit Fantasy und Warhammer gehört dazu. Ich habe Warhammer mal gespielt gehabt, 40k, mit meinem Onkel zusammen. Und ich muss sagen, es hat mir das Tabletop-Spiel hat mir definitiv Spaß gemacht. Und deswegen will ich generell dort dir einfach mal eine Chance bieten. Ich habe das Spiel auch schon selber mal gespielt und muss sagen, es ist halt einem Total War würdig. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Ist aber nichts, was mich jetzt für ewig packen wird. Also, Rom 2 hat mich wesentlich mehr gepackt. Attila hat mich mehr gepackt. Ich glaube, dass mich jetzt zum Beispiel Total War Warhammer nicht so sehr packen wird. Aber es wird definitiv ein Spiel sein, was ich auch spielen werde. Und auch Let's Play werde. Ich werde auch viele Infovideos wieder dazu machen, so wie mit Attila. Gut, dass du fragst, Jonas. Ich will definitiv jetzt bald wieder ein paar Online-Schlachten machen. Das wird jetzt Grimsel aufräumen, weil er es zum ersten Mal von mir selbst wieder zu hören bekommt, dass ich das machen möchte. Möglichst in der nächsten Zeit eigentlich am liebsten. Muss ich auch mal schauen, wann ich das mache. Vielleicht morgen mal auf, also ein paar aufnehmen. Hochladen aber dann wesentlich später. Also macht euch da jetzt nicht zu viele Gedanken, dass ich das auch gleich hochladen werde. Aber ich freue mich drauf. So. Hier kann man wieder was rekrutieren. Ja, mal ein bisschen Steinschotter. Ich möchte einfach auch gerne mit dem Mod mal ein paar Schlachten schlagen und auch hochladen dazu, weil ich finde halt, der Mod bietet eine gute Basis. Gute Frage, Ulanches. Ganz einfach, weil wir gedacht haben, okay, Rodos soll eine sehr peltastenstarke Fraktion sein. Da soll der Fokus drin liegen. Die Einheiten, die man spielt, sollen halt mehr dazu da sein, wirklich Schwere zu werfen. Und da bietet es sich doch eigentlich genau an, die königlichen Pelasten mit reinzunehmen. Auch wenn es historisch vielleicht nicht ganz korrekt ist. So. Wasserschleusen. Ihr habt eine neue Technologie weiterentwickelt, die euch einen Vorteil gegenüber einer. Okay, ist kennbar.
Der Name eines eurer Untertanen ist in aller Munde. Ob sich dies als nützlich erweist, bleibt abzuwarten. Eigenschaft erhalten. Unfältig. Dieser Mann betrinkt sich zu oft am Hafen, bringt ihn fort, bevor er die üblen Angewohnheiten der Schiffer übernimmt. Nein, mach weiter. Mach das bloß. Gut. Okay. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier mal den Namen der Fraktionen festlegen und das werden jetzt die Porno-Elefanten. Das gefällt mir. Das Todes, glaube ich, passt. Ne, passt nicht mehr. Deswegen werde ich einfach nur die Porno-Elefanten nennen. Ich fand den gut. So, Medieval Kingdoms Mod für Attila. Mal schauen, wie es mit der Zeit aussieht. Ich werde jetzt nicht alle meine Let's Plays in Total War handeln lassen. Deswegen, ich habe auch mal Bock auf andere Spiele. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass jetzt bald. Wie heißt das nochmal? Von Star Wars Battlefront soll nochmal ein Singleplayer kommen. Das sind so Rumore, da würde ich dann mal schauen, ob ich das mache. Was auch kommen soll noch dieses Jahr ist For Honor. Auch da bin ich mal gespannt. Also ich kann jetzt nicht dir versprechen, dass ich mich auf jedes, also nur auf Total War konzentriere, wenn ich auch mal Lust habe auf andere Spiele. Das kennt ihr doch sicherlich auch. Ja, Jonas, wir haben definitiv vor, noch mehr Völker spielbar zu machen. Und ich gebe euch mal auch einen kleinen Hinweis. Es geht in Richtung Wrath of Sparta Kampagne diesmal, beim nächsten Schritt. Mal schauen, was wir danach machen.